Und wieder hatten wir ein paar komische Anfragen oder ein paar komische Aussagen nach dem Motto, Affiliate Marketing ist tot. So ein ganz komisches Gerücht, was ja jetzt rumstrahlt. Und da kam der Michael gerade angerauscht. Und ich konnte gerade so mein Mikro festhalten, bevor er jetzt sagen wollte, ey, ich werde jetzt euch mal was dazu erzählen hier, von wegen Affiliate Marketing ist tot. Und daher, Micha, leg einfach los. Was würdest du dazu sagen, wenn dir jetzt mal sagt, Affiliate Marketing ist tot? Da würde ich in erster Linie sagen, das Marketing hat funktioniert. Die Leute reden darüber. Mhm. Na? Es ist halt, und das muss man verstehen, es ist halt die Art und Weise, wie einige Leute ihr Marketing machen. Sehr kontrovers, Bild-Zeitung-Style, und es funktioniert, es polarisiert. Ja, die einen, die sind verängstigt, die anderen sagen, das habe ich ja schon immer gesagt, die Dritten, die regen sich total drüber auf. Und die Vierten, dazu gehöre ich ein Stück weit, denen ist diese Aussage total wurscht als solches. Weil ich selbst, ich betreibe Affiliate-Marketing, ich glaube mal, nicht so unerfolgreich. Mhm. Es ist meiner Meinung nach ein Mythos, dass das nur was für Einsteiger ist. Es ist der größte Markt im Online-Marketing, ist Affiliate-Marketing. Es ist ein Milliarden-Business. Und was mir dazu einfällt, ist einfach, alles funktioniert. Schau mal, es wird ja jede naselange neue Sau durchs Dorf getrieben. Ne? Als ich angefangen habe, hieß es, du musst einen Blog haben. Kennen Sie sich noch erinnern, ne? Ja, die ersten Anfänge. Dann waren es damals die Facebook-Fanpages, die ganz aktuell waren. Dann war es YouTube, dann war es Podcast, dann war es Instagram. Und dann waren es Agenturen. Und immer springen die Leute drauf. Und ich denke, viel wichtiger ist es, das eine Ding zu finden, was dich einfach bockt. Mhm. Wo du einfach Lust drauf hast. Wo du sagst, jawohl, das kann ich mir vorstellen, die nächsten Jahre. Und dann dieses eine Ding zu machen, ganz gleich, ob es Affiliate-Marketing ist oder was auch immer. Also da haben wir gleich wieder zwei Learnings draus. Ne? Einmal mit der Sau durchs Dorf, ne? Ja. Nicht immer jedem hinterherrennen, der gerade irgendwas Neues erzählen will. Und auf der anderen Seite ist Affiliate-Marketing gab es schon immer gewissermaßen, ja. Und wird es auch noch eine Weile geben. Ne? Und du hast jetzt schon gesagt, du hast auch dazu schon einen Blogbeitrag geschrieben, um einfach die Leute auch wieder ein bisschen zu beruhigen. Worum geht es dann so ein bisschen? Was hast du da für Gedanken mit reingebracht? Also im Prinzip sind es genau die Gedanken, die ich halt jetzt zusammengefasst habe. Ne? Weil du wirst in jedem Geschäftsbereich wirst du erfolgreiche Menschen finden und weniger erfolgreiche Menschen. Und anstatt es doch einfach mal zu hinterfragen, stimmt das denn? Oder ich habe es wirklich schon immer gesagt, es ist doch viel schlauer, sich diese Erfolgreichen anzuschauen und sich einfach mal zu überlegen, Mensch, wie haben die das denn gemacht? Vielleicht auch mal auf so tolle Events zu gehen, wie hier im Intermarketing-Kongress, wo wir sind, und mal selber mit so Leuten zu sprechen, mit einem Ralf Schmitz zum Beispiel, der sicherlich eine ähnliche Meinung dazu haben wird wie ich als Affiliate-König, logischerweise. Ne? Und sich von denen einfach mal ein paar Tricks und Tipps zu geiern. Oder aber, wenn du sagst, okay, hat mich überzeugt, das wäre der nächste Tipp, investiere in einen Kurs oder in ein Coaching. Mhm. Und nicht in 5-6 Wochen, wenn die ersten Schwierigkeiten da sind, ins nächste und alles wieder hinschmeißen. Sondern da ist es deine freaking Aufgabe als Unternehmer oder als Unternehmer, der du werden willst, dich auch mal durchzuwursteln. Ja, weißt du, dann ändert Facebook, also der Werbeanzeigenmanager, seine Optik. Ja, irgendwie, Algorithmus. Ja, Algorithmus zum einen, aber auch, dass dann die Dinge nicht mehr da sind, wo sie vor letzte Woche noch waren. Mhm. Also, dann musst du halt suchen oder googeln oder was weiß ich. Ne? Kannst du nicht mehr darauf warten, bis die Trainer dementsprechend das Update einspielen. Mhm, genau. Ne? Also da wieder ganz klare Aussage. Wenn du eine Traffic-Strategie nutzen willst, dann auf jeden Fall nutze eine Strategie und versuche nicht alles gleichzeitig irgendwie zu machen. Und weil du gerade sagtest, Ralf Schmitz, wir haben ja nochmal ein extra Video dazu aufgenommen. Wenn du dir das angucken willst, oben rechts kriegst du das im Video oder in der Beschreibung auf jeden Fall. Ja, Micha, was kann man noch sagen? Affiliate Marketing, das geilste Business der Welt? Schon sehr lässig. Du kannst. Genau, du kannst gleich mal richtig aus den Augen. Ja. Was kann man bei dir bekommen? Kostenlos irgendwas? Ja, einfach auf michaelturbanisch.de, da habe ich einen Blog. So viel zum Thema. 2011 sagte jeder, muss einen Blog haben, hörst du gar nichts mehr. Ich finde persönlich, Blog ist eines der nachhaltigsten Instrumente überhaupt, weil Leute, die in meinem Fall nach dem Thema nebenberufliche Selbstständigkeit suchen,
das werden nicht weniger, es werden eher mehr. Die wird es in 3, 4, 5 Jahren noch geben. Und wenn die dann halt mit der Zeit eben ein umfangreiches Portal eben vorfinden zu diesem Thema oder auch was dein Thema ist, ne? Dann ist das gut. In meinem Fall können sie halt alles auf dem Blog finden, michaelturbanisch.de. Und da ist auch wieder die Aussage drin, die viele immer anzweifeln. Webseite, warum sollte ich eine Webseite machen? Und da sage ich auch mal, Webseite ist die Basis für dich. Das ist dein Branding, das ist eine Traffic-Strategie, das ist erstmal alles. Das ist das Fundament. Danach geht es erst wirklich mit Online-Marketing weiter. Ja, Micha, super herzlichen Dank. Gerne, für das kurze Statement und viel Spaß noch. Dir auch, ne?